Es ist vielleicht etwas sadistisch, Uhren zu zeigen, die man nicht mehr kaufen kann, aber ich fand die Pioneer One in Bronze von Hanhard zu schön, um sie nicht zu zeigen. Also hier kommt sie. Hallo und willkommen bei Watchboxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Die Hanhard Pioneer One in Bronze ist eine Uhr, die es nicht mehr zu kaufen gibt. Wenn ihr euch also nur Videos anschaut, um eine Uhr zu kaufen, dann müsst ihr an dieser Stelle aussteigen. Aber ich sage euch, ihr verpasst was. Ihr verpasst eine richtig tolle Uhr. Die Hanhard Pioneer Bronze ist eine Uhr, die in einer limitierten Edition von Hanhard aufgelegt wurde. Es gibt von dieser Uhr nur 150 Stück. Und die Uhr hat damals, wenn ich das richtig im Kopf habe, 1.190 € gekostet. Diese Uhr habe ich von einem Zuschauer. Jörn, an dieser Stelle mega Dank. Finde ich super, dass ich mir deine Uhren vom letzten Stammtisch mitnehmen konnte, sie 4 Wochen behalten, um die Videos zu machen. Klasse, super, also echt mega. Und Jörn hat mir diese Uhr zur Verfügung gestellt und nur deshalb kann ich das Video machen. Und er hat sich, als diese limitierte Edition kam, sofort eine gesichert. Und nachdem ich sie jetzt gesehen habe, kann ich das gut verstehen, auch wenn ich ehrlich gesagt mit dem Material Bronze ein kleines bisschen fremdel, weil das Altern der Bronze mir nicht in jedem Fall gefällt. Zu dieser Uhr, finde ich, passt es sehr hervorragend. Wir schauen uns das Gehäuse gleich ein kleines bisschen im Detail an, denn die gealterte Bronze und das grüne Ziffernblatt sind eine wunderschöne Kombination und die Uhr ist für mich komplett stimmig, auch mit der angelaufenen gealterten Bronze. Finde ich richtig gut und sehr, sehr passend. Bevor wir das machen, schauen wir uns aber noch mal kurz die Lünette mit dem roten Punkt an. Zum roten Punkt gibt es von Hanhard einige Geschichten. Mir persönlich gefällt die am besten, dass die Freundin oder Frau eines Piloten mit dem Nagellack auf seine Uhr einen kleinen Punkt gemacht hat, damit er sich während des Einsatzes an sie erinnert und gesund zurückkommt. Das ist die Variante, die ich persönlich am schönsten finde. Ihr könnt hier übrigens sehen, dass der Boden auch sehr ansprechend gestaltet ist mit dem alten H und dem alten Hanhard-Schriftzug. Und wie gesagt, die angelaufene Bronze finde ich passt hervorragend. Auch auf dem Ziffernblatt ist das Hanhard-Logo in der alten Schriftart gehalten und auch auf der Krone, das zeige ich euch später im Video, ist das H in der alten Schriftart. Insgesamt wunderschön passend und sehr, sehr schön gemacht für diese limitierte Auflage. Passend zum roten Punkt auf der Lünette ist auch die Sekundenzeigerspitze in Rot. Das Ziffernblatt ist in mehreren Stufen. Man sieht es nicht in jedem Licht, aber man kann es manchmal schön schimmern sehen. Achtet während des Videos mal drauf, dann könnt ihr das sehen, dass das Ziffernblatt nicht einfach nur plan ist. Hier könnt ihr sehen, Nummer 14 von 150. Die Uhr ist übrigens bis 10 ATM wasserdicht. Sehr schön für eine Fliegeruhr. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass mehr und mehr Hersteller dazu übergehen, auch Fliegeruhren mit mindestens 100 Meter oder 10 Bar Wasserdichtigkeit auszustatten. Das begrüße ich sehr, finde ich klasse, weil damit werden für mich Fliegeruhren deutlich attraktiver, als sie gewesen sind, als sie nur 5 Bar hatten. Das hat mich nicht so richtig gereizt. Schauen wir uns doch mal die Maße der Uhr an. Die Uhr hat einen Durchmesser von 42 mm. Sie hat eine Bandanstoßbreite von 20 mm, sie hat eine Dicke von 12 mm und einen Horn-zu-Horn-Abstand von 49,6 mm. Verbaut ist ein Sellita SW200 mit einem speziellen Hanhard-Rotor und das Saphirglas auf der Frontseite ist entspiegelt. Die Lünette dreht in beide Richtungen nicht rastend, ist aber mit Handschuhen nicht so extrem griffig. Das zeige ich euch im Verlaufe des Videos aber auch noch einmal genauer.
Ich habe es also versucht mit Handschuhen und musste da die Handschuhe ausziehen. So 100% hat das nicht geklappt, da komme ich aber im Laufe des Videos noch drauf zu sprechen. Bevor ich euch die Uhr weiter im Detail zeige und auf einige Sachen eingehe, die mir aufgefallen sind, möchte ich euch die Uhr aber gerne an meinem Handgelenk zeigen. Dafür muss ich ein kleines bisschen rauszoomen und vor allem muss ich meine Decla Turbulenz dafür abnehmen. Die Decla Turbulenz hat einen Durchmesser von 40 mm, die Hanhard 42 und ich finde, besonders stark fällt das nicht auf. So, zoomen wir mal ein kleines bisschen rein, schauen uns die beiden Uhren nochmal an. Die Hanhard hat die deutlich größere Lünette, das kleinere Blatt und wirkt dadurch in etwa gleich groß, obwohl sie de facto 2 mm größer ist. Packen wir uns die Hanhard einmal an den Arm. Wunderschön. Tolle Uhr, sitzt gut am Arm und wie gesagt, bei dieser Variante gefällt mir sogar die gealterte Bronze, auch wenn das normalerweise nicht hundertprozentig mein Ding ist. Bei dieser Uhr finde ich, passt es wunderbar. Bei meinem 17 cm Handgelenk ist die Uhr auch nicht zu groß, aber schon relativ groß. Was mir bei der Uhr übrigens wirklich gut gefällt, ist die 8 mm große, sehr griffige Krone, die sich auch mit Handschuhen sehr gut und völlig problemlos bedienen lässt. Man muss da nicht großartig rumfiddeln, wenn man die Uhrzeit einstellen möchte. Das ist überhaupt kein Problem, weil die Krone sich extrem gut und einfach bedienen lässt. Aber auch darauf komme ich im Laufe des Videos noch einmal mit Detailbildern zu sprechen. Ja, schauen wir uns die Uhr doch einmal etwas genauer an. Hier könnt ihr die unterschiedlichen Stufen des Ziffernblattes relativ gut sehen. Die mit Leuchtmasse gefüllten arabischen Ziffern sind auf einem separat abgesetzten Kreis auf der Krone sowie auf der Seitenflanke sieht man sehr deutlich schon die Alterungsspuren der Bronze. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist, das Haar von Hanhard ist auch absolut senkrecht ausgerichtet. Alles das sind so Details, die mir wirklich gut gefallen. Ich finde es übrigens interessant, wie unterschiedlich die Uhr altert. An den Hörnern nicht so schnell wie an den Seitenflanken. Ich hätte es eigentlich anders erwartet, weil an den Seitenflanken doch eher etwas Reibung entsteht mit der Kleidung. Ihr merkt hier, ich rutsche mit den Handschuhen ab. Das ist nicht ganz so leicht. Es geht so gerade, aber ich brauche tatsächlich zwei Hände, um die Lünette sauber auszurichten. Ihr könnt hier auch sehen, wie schön groß die Krone ist. Sie ist schon sehr präsent und sie ist auch ein sehr markantes Designelement der Uhr zusammen mit dem roten Punkt. Finde ich, sind das die beiden Sachen, die mir als erstes ins Auge gesprungen sind als Designelemente, passen aber sehr gut zur Uhr. Ich finde, dass sie in keiner Weise störend wirken, weder in der Optik noch am Arm. Es drückt nicht ins Handgelenk, weil die Krone auch nicht scharfkantig ist, sondern sie ist relativ weich, also weich von der Formensprache her. Und wenn man mal die Uhr etwas weiter vor dem Handgelenk trägt und die Hand abwinkelt, dann merkt man die Krone nicht unangenehm. Und das finde ich immer sehr wichtig, dass eine Funktion nicht den Komfort stört. Und das ist hier in keinster Weise der Fall. Das von Hanhard verbaute Lederband ist richtig dick und massiv, passt wunderbar zum Vintage-Charakter der Uhr. Die abgenähten Enden sowohl am Anstoß als auch an der Schließe und am Ende des Bandes passen wunderbar. Hanhard hat eine farblich passende Dornschließe zum Gehäuse verbaut. Auch hier klasse, auch hier der alte Schriftzug von Hanhard. Alles sehr konsistent gemacht. Wirklich eine tolle Uhr, die Hanhard hier zu einem Preis von, korrigiert mich, sollte ich mich geirrt haben, 1190 Euro verkauft hat. Wie gesagt, leider limitiert auf 150 Stück, war sehr schnell ausverkauft, ist auch nicht mehr zu bekommen. Auch eine Uhr, die, soweit ich das sehen kann, relativ selten gebraucht angeboten wird, was ein sehr gutes Zeichen dafür ist, dass die Uhr
tatsächlich erstens gut ist und zweitens auch denen, die sie gekauft haben, dauerhaft gut gefällt. Oft gibt es hier Uhren, die ein Strohfeuer auslösen. Viele wollen sie haben und relativ schnell kommen auch viele dieser Uhren wieder auf den Markt. Auch bei Limitierungen von 100, 150 oder 200 Stück. Das ist bei dieser Uhr hier interessanterweise nicht der Fall. Ich habe sie bisher sehr, sehr selten nur als gebrauchte Uhr irgendwo im Angebot gesehen. Und das ist für mich ein ganz sicheres Zeichen dafür, dass die Uhr gut ist, qualitativ gut ist und auch langfristig überzeugt. Und das finde ich ein sehr gutes und sehr interessantes Zeichen. So. Was kann ich sonst noch über die Hanhart sagen? Ach ja, schauen wir doch mal kurz die Farbe an. Und das ist der einzige Punkt, wo ich sagen muss, das hätte man vielleicht anders machen können, weil die Zeiger haben einen härteren Weißton als die arabischen Ziffern. Ich werde das gleich nochmal sehen, wenn wir die Zeiger setzen. Jetzt schauen wir uns erstmal die gezogene Krone an. Wie ihr sehen könnt, kein Gewinde. Es ist eine reine Zug- und Druckkrone. Dennoch ist die Uhr bis 100 Meter wasserdicht. Das passt alles. Da gibt es auch für mich keine Beschwerde. Das soll so sein. Auch schön finde ich die Patina zwischen den Hörnern. Wirklich eine sehr charmante Uhr. Hier könnt ihr es nochmal sehen. Die Zeigerlackierung ist weißer als die Farbmasse. Und das hätte ich schon ganz gut gefunden, wenn das wirklich richtig angeglichen worden wäre. Gesetzt sind die Zeiger hervorragend. Ich habe leider den Sekundenzeiger etwas zu früh gestoppt. Ihr seht, der steht deutlich vor der 12. Ach, da habe ich es nochmal korrigiert. Wirklich perfekt gesetzt. Überhaupt kein Versatz in irgendeine Richtung. Sehr, sehr gut gemacht. Schauen wir mal, ob wir auch unter die Zeiger gucken können. Na, das ist schwierig. Aber ein kleines bisschen kann man drunter gucken und sieht auch, dass die Zeiger über und untereinander ausreichend Luft haben und sich auch nicht berühren. Sehr schön gemacht. Wie gesagt, die Farbe der Zeiger verglichen mit der Beschriftung der arabischen Ziffern. Hier hätte ich mir gewünscht, dass das ein kleines bisschen mehr angeglichen worden wäre. Ich weiß nicht, ob das eine Preisfrage ist oder ob es ein Standardzeigersatz ist. Das kann ich nicht beurteilen. Die Zeiger an sich finde ich wunderschön. Ich mag diese schmalen, spitz zulaufenden Zeiger, die zum einen beim schnellen Blick extrem gut ablesbar sind und auf der anderen Seite aber auch durch die spitz zulaufenden Enden eine extrem präzise, minutengenaue Ablesung erlauben. Gefällt mir sehr, das ist meine bevorzugte Zeigerform. Allein die Farbe hätte ich mir hier ein kleines bisschen anders gewünscht. Wenn ich sage die Zeiger, dann muss ich sagen, das Positive ist, sowohl die Zeiger als auch die Ziffern sind bei Nacht hervorragend ablesbar, aufregend ablesbar. Ich zeige euch das sehr gerne auch nochmal im Video, denn das ist immer ein ganz interessanter Punkt für mich, wie gut, wie hell und wie deutlich die Uhren bei Nacht sind. Schauen wir mal kurz rein. Müssen wir die Uhr vorher einmal richtig anleuchten, damit wir auch was im Video sehen. Diese Aufnahmen sind übrigens alle gemacht ohne spezielle Kameraeinstellungen, ohne anschließendes Color Grading, Aufhellen oder sonst irgendwas. Das ist geschossen und gelassen. Und so sieht die Uhr bei Nacht aus. Ich mag mich vertun, aber die Zeiger scheinen auch eine leicht andere Leuchtfarbe zu haben. Ein kleines bisschen heller, gelblicher als die arabischen Ziffern auf dem Blatt. Super gut ablesbar, aber ich komme darauf zurück. Ein Angleich an der Stelle hätte mich hier optisch mehr überzeugt. Zur Hanhart Pilot One gibt es übrigens noch eine ganze Reihe anderer Modelle. Falls euch das Modell als solches interessiert und ihr eh nicht so auf Bronze steht, könnt ihr gerne bei Hanhart mal reinschauen. Mit der Pilot One hat Hanhart auch noch mehrere Varianten im Angebot.
die von der Größe, von der Qualität, von der Aufmachung her alle ähnlich sind, allerdings eventuell von der Schriftart moderner, nicht in Bronze, aber im Grunde genau die gleiche Uhrenfamilie. Preislich kann ich es auswendig nicht sagen, aber wenn das Sondermodell 1190 Euro gekostet hat, dann werden die anderen Modelle ungefähr im gleichen Rahmen liegen, vielleicht etwas günstiger. Schaut einfach mal rein, wenn es euch interessiert. Ich persönlich hätte mich nur für dieses Modell entschieden, war aber zu langsam, weil ich gedacht habe, Bronze ist nichts für mich. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das auch über die Zeit bei dieser Uhr so gut gefällt. Ich mag auch das mattgrüne Ziffernblatt. Das passt hervorragend zu der Uhr, gefällt mir wirklich richtig gut. Und wie gesagt, die Zeigerform, fantastisch, super schön. Ich mag auch die abgerundeten arabischen Ziffern auf dem Blatt. Und das Band ist absolut der Knaller. Das ist ein richtig dickes, fettes, stabiles Band. Wirklich super. Die Lünette ist extrem genau gearbeitet, passt super, steht nicht über, hat keinen Spalt, da bewegt sich auch nichts, da geht nichts in irgendeine Richtung. Wirklich klasse. Ja, schreibt mir doch gerne in die Kommentare rein, was ihr von dieser Hanhart denkt, ob ihr euch für Bronze oder was anderes entschieden hättet. Und wenn euch solche Videos gefallen, dann könnt ihr mich unterstützen, indem ihr einen Daumen oben da lasst, ein Abo oder schlicht und ergreifend meine Videos an Freunde, Bekannte, Familie, Kollegen und wen auch immer schickt. Das würde mir sehr helfen und euch nichts kosten. In diesem Sinne, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren, freut euch auf meine nächsten Videos und bis dahin, tschüss, euer Axel.